Als Standardeinstellung wird die Ansicht für das allgemein öffentliche Publikum angezeigt. Wenn man weiter nach unten scrollt, gelangt man zu den anderen beiden Ansichten. Die Ansicht für die Angehörigen der Universität Luzern und der Pädagogischen Hochschulen Luzern, Schwyz und Zug sowie die Ansicht für die Hochschulen Luzern. Bevor Sie mit einer Suche starten, empfehlen wir, dass Sie sich zuerst mit Ihrer Switch EduID anmelden, weil Sie nur dann die Medien ausleihen und als Favoriten abspeichern können. Wenn hier oben Ihr Name angezeigt wird, dann sind Sie angemeldet. Starten wir nun mit einer Recherche. Nehmen wir an, wir interessieren uns für das Thema Elektromobilität. Im einfachen Suchschlitz geben wir den gesuchten Begriff ein. Wow, so viele Suchtreffer! Diese Treffer sind Datensätze, in denen irgendwo der Begriff Elektromobilität vorkommt. Dies kann im Titel sein, als Thema bzw. als Schlagwort oder sogar im Text. Diese Suche nennt man auch Stichwortsuche. Wenn wir so viele Treffer haben wie in unserem Beispiel, dann kann es sinnvoll sein, die Suchergebnisse mittels Filter zu optimieren. Schauen wir uns einige Filteroptionen an. Auf der linken Bildschirmseite unter Ergebnisse optimieren können wir die verschiedenen Filteroptionen sehen, mit denen wir die Treffer unseren Bedürfnissen anpassen können. So kann man beispielsweise die Treffer sortieren nach Relevanz, Erscheinungsdatum, Titel oder Urheberin/Urheber. Mit dem Filter Region Zentralschweiz sehen wir einerseits, welche Bibliotheken die Medien im Bestand haben und andererseits die Medienanzahl pro Bibliotheksstandort. Mit der Filterfunktion Ressourcentyp können die Treffer nach spezifischen Ressourcen gefiltert werden, wie nach Artikel oder Bücher. In den Klammern sieht man jeweils, wie viele Treffer es pro Ressourcentyp gibt. Man kann die Suchtreffer auch dahingehend eingrenzen, dass nur Treffer angezeigt werden, die in einem bestimmten Zeitraum erschienen sind. Sobald man ein oder mehrere Filter ausgewählt hat, sind diese aktiv. Welcher Filter aktuell aktiv ist, sieht man oben links. Um einen Filter zurückzusetzen, kann man entweder auf das Kreuzchen neben dem Filter klicken oder auf Filter zurücksetzen. Dann werden jedoch alle aktiven Filter gelöscht. Wenn man ein Medium findet, das man gerne ausleihen möchte, dann klickt man den entsprechenden Titel an. Man sieht dann, ob und in welcher Bibliothek das Buch steht. Man kann sich entweder die Signatur des Buches notieren und das Buch selbstständig aus dem Freihandregal in der Bibliothek holen oder man bestellt das Buch online an den gewünschten Abholort. Anschließend Bestellung senden klicken. Aber Achtung! Der Abholort Luzern ZHB Uni PH-Gebäude kann nur für diejenigen Medien ausgewählt werden, die nicht im Bestand dieser Bibliothek sind. Medien, die im Besitz dieser Bibliothek sind, können entweder selbst aus dem Freihandregal geholt werden oder müssen an einen anderen Standort bestellt werden.